zurück in der Pegida-Höhle in Honest Hearts bei Fallout New Vegas. Und der Typ hat gesagt, wir sind Ausländer. Hat er grundsätzlich nicht unrecht. Zeigt man erstmal, wie intelligent wir sind, oder? Mal gucken, ob er uns trotzdem aufnimmt oder ob hier gleich die Höhle brennt. Ob ich Joshua suche? Ja, das tue ich. Kannst du mir sagen, wo er ist? Ja, wir verstehen ihn offenbar. Du kennst unsere Sprache. Kluger Ausländer. Joshua auf hohem Platz in Höhle. Du zeigen Respekt, Fremdling. Joshua, größter Krieger. Du zeigen ihm keinen Respekt. Er dir zeigen Donner und Feuer. Gibt's eine Hydro-Bombe? Bisschen zu viel Pokémon gespielt. Ach Quatsch, das kann man nicht zu viel spielen. Außerdem bei Donner ist die Hydro-Pumpe nicht gerade förderlich. Ja, dafür habe ich ja Erdbeben. Ah, alles klar. Okay, danke. Auf Donner und Feuer bin ich wirklich nicht scharf. Ha, ha. Lustiger Ausländer. Vielleicht bald toter Ausländer. Ah, das haben schon viele versucht. Kann ich Verstärkung kriegen? Medizin? Irgendetwas? Ach so, weil er schon über der Hälfte verloren hat? Nein. Grüß dich. Boon hat nicht so viel rumgejammert. Oh man, irgendwo darf man klauen. So, nicht. Wo ist denn hier mal, dass man mal eine Map hat? Ach nee. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Lokale Karte. Na, wir sind ganz richtig. Wir gehen den einzigen Weg mal lang. Ja, wie im Canyon. Oh, schau, oh. Licht. Ist das Lampe oder... Ich bin mir nicht sicher, ob die in der Lage sind, ein Pilz. Ob die in der Lage sind, eine Lampe anzubringen. Ich vermute mal, das soll eine Felsspalte sein. Wenn die dort Fackeln haben, werden die wahrscheinlich keine Lampen anbringen können. Nee, das wäre ziemlich dämlich. Na, bist du der Joshua? Wir hätten ihnen beim ersten Besuch in Zion einen besseren Empfang bereiten sollen. Ja. Aber wie ich gehört habe, sind uns die Weißbeine zuvorgekommen. Weißbeine scheinen heutzutage unsere einzigen Besucher zu sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass jemand aus der Mojave kommt, um uns zu finden. Und sie sind sogar ein Kurier. Nicht der, den ich erwartet habe. Aber der wäre wohl auch nicht mit einer Karawane gekommen. Ich weiß nicht, ob sie den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe nahestanden. Aber sie haben meine Anteilnahme. Ich bete für die Sicherheit aller guten Menschen, die nach Zion kommen. Sogar Ungläubige. Aber wir können Gott nicht die ganze Arbeit zulassen. In den Lauf gucken? Genau. Und weglegen. Also, er hat echt einen geilen Job. Also, scheint auch sehr wichtig zu sein. Ja, mach es mal weiter. Jetzt habe ich natürlich nicht wirklich zugehört. Ich bin mit der Happy Trails hergekommen, um mit den Neukanaanitern in Kenglin, um mit den Typen hier in Kontakt zu treten. Happy Trails. Ich erinnere mich. Sie waren gute Freunde. Ich habe schlechte Neuigkeiten für Ihren Arbeitgeber. Neukanaan wurde zerstört und die Einwohner vertrieben. Nur wegen den Weißbeinen und Caesar. Die Weißbeine möchten der Legion beitreten. Caesars Initiationsritus ist die Zerstörung der Neukanaaniter. Wahrscheinlich wegen mir. Die gute Nachricht ist, dass wir ihnen helfen können, den Rückweg zu finden. Daniel, einer der Neukanaaniter, hat Karten der Gegend gezeichnet. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ihnen nicht sofort helfen können. Dafür ist gerade einfach zu viel los. Der Stapel wird aber auch nicht kleiner bei mir. Nee, aber der andere wird auch nicht größer, von daher hält sich die Waage. Ich frage mich nur gerade, warum der als Mumie verkleidet ist. Vielleicht hat er irgendwie mal ein bisschen mit Feuer gegoogelt. Das wäre natürlich möglich, ja. Oder findet sich einfach nur Oberhammer mega cool. Die nächste Frage ist, warum kann hier keiner vernünftig, also keiner richtig reden, außer der? Gut, ja, wir sind hier der Ausländer, aber trotzdem. Der scheint ja doch schon zivilisiert zu sein. Naja, ich werde nicht gehen, ohne meine Hilfe angeboten zu haben. Naja, geistlosung auch wieder nicht. Versuchen Sie nicht, mich zum Helfen zu bewegen. Ich bin nicht interessiert. Wie wäre es, wenn ich den lieben Daniel aufspüre und die Informationen aus ihm herausschüttle? Das klingt nach Spaß. Das ist aus verschiedenen Gründen eine schlechte Idee. Ich nenne Ihnen mal drei. Erstens, denken Sie bloß nicht, dass ich Daniel als Missionar nicht seiner Haut erwehren kann oder will. Zweitens, wenn Sie Daniel dem Tränenvolk oder einem Wüstenpferd Leid zufügen, werde ich Sie finden. Dann werden Sie dieses Tal nicht verlassen. Drittens, guten Menschen den Krieg zu bringen, ist schlecht für die Seele. Das ist für mich das Wichtigste, auch wenn sie das nicht verstehen.
Hm. Wie viel der nimmt, der ist schon auseinander. Na schön, na schön. Was brauchen Sie? Für uns sind Sie ein guter Nachbar. Wir haben alle unsere dunklen Zeiten. In diesen Zeiten können wir uns Gott zuwenden, aber auch Freunde sind gut. Daniel und ich brauchen Vorkriegswerkzeuge, um jenseits von Zion navigieren zu können. Bei einer Evakuierung sind diese Instrumente lebenswichtig. Normalerweise würden wir von Wüstenpferden oder von dem Tränenvolk danach suchen lassen. Aber viele Vorkriegsgebäude im Tal sind tabu. Warum? Aber, ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen in eine Logiklücke geplumpst, dadurch, dass wir Caesar schon erlegt haben. Weil, wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, wollen die fliehen vor Caesar. Ja. Aber der ist ja gar nicht mehr da. Ja. Naja, aber ja, gut, spielen aber, trotzdem aber mal das Spiel. Es gibt ja noch Caesars Legion. Kann ja sein, dass die Legion das, sag ich mal, weiter aufrechterhält. Das Bild von Caesar. Dass nur wir wissen, dass der tot ist. Versteckt hat Benny. Kann ihnen helfen, sich im Tal zurechtzufinden. Er ist unerfahren, kennt aber unsere Sprache gut genug, um die Warnungen vor Vorkriegsgebäuden zu ignorieren. Kann ich was? Verstärkung kriegen? Medizin? Irgendetwas? Ach, du bist mal ein Knietspix hier. Was? Was ist der? Ein Knietspix. Ah, alles klar. Du darfst ja nichts mitnehmen. Nee, ich merke das schon. Darf ich dir in den Kopf schießen? Ach Mann, nichts darf man hier. Kannst du mal ein paar Pistolen wegnehmen? Ja, warte mal, macht er das weiter? Legt denn der die hin? Ah, raffiniert. Ja. Oh, ein kleiner Merkeraufgaben. Und sie verschwindet. Er nimmt die obere. Nee, erstaunlich, er nimmt sie einfach irgendeine. Naja, also an Pistolen haben sie jedenfalls keinen Mangel. Das können wir uns schon mal... Nee, einen unendlichen Vorrat, aber die werden auch nicht zerstört. Hinten geht's raus. Ja, ich würde mir aber trotzdem erstmal meine Quests in aller Ruhe angucken. Nein, geht nicht. Halt hinten doch mal geht's die Backen raus, jetzt. Hinten geht's raus. Durchsuchen Sie die Überreste des zerstörten Scoutbus nach einem Kompass. Ja, beim Angeln durchsuchen Sie die... Ach so. Durchsuchen. Naja, wir fangen mal von oben an. Beliebte Attraktionen. Ich gehe mal zum Bus. Hoppala. Ich muss auf der anderen Seite wieder raus. An euren Scheiß muss ich. Ich geh jetzt hier raus. Weltmeister, sag mal. Was ist? Ah. Na, hier ist ja, hier steigt ja mal eine totale Party. Was ist denn hier los? Wo ist denn der Bus? Ach, ich kann mir hier nicht am Lagerfeuer Dinge machen. Schlitzer. Schaden plus 25. Wildwasser. Nee, ich würde ganz gern eigentlich einen Stimpack herstellen. Ich glaube, da haben wir nicht die richtigen. Was wirft die Frage auf? Wieso denn? Schlangenbisspresse, ich habe Schlangen, naja. Ich glaube, Stimpack kann man an der Werkbank hinherstellen. Nee, es war schon hier irgendwo, dachte ich. Ich meine, dass man den hier machen musste, konnte, durfte, sollte. Stimpack ist Nahrung, ist doch ganz klar. Brauchen wir Großhornfleisch. Das ergibt ja auch noch Sinn. Ja, das ist krasser. So, hier sind wir irgendwo oben. Ich wette, da wo du herkommst, gibt es nicht so etwas Abscheuliches wie Yao Guai, hm? Was? Yao Guai sind toll. Ach, die Viecher. Bisschen Wasser. Ja. Das sind die Bären, die uns wohlgesonnen sind. Folgt Kreide, folgt ja. dir. Folgt Kreide, folgt mir. Na, ist ja auch dämlich. Also ich würde mir persönlich nicht nachlaufen. Und auch so. Nicht Kreide. Und wir müssen... Einmal umdrehen. Da lang. Juhu. Also eigentlich da lang, aber da geht's nicht lang. Na hoch. Wieso haben wir denn so einen affigen Hut auf? Weiß ich nicht. Ach du Jemine. Haben wir denn nicht noch unseren Helm? Der ist kaputt. Atemgerät. Nee, wo ist denn unser Helm? Der ist weg. Den irgendwo mal getauscht? Ich hoffe nicht. Also wenn wir waren doch viel zu schwer, als wir hier... Ach ja, so war das. Ich glaube, da hat nur die Hälfte irgendjemandem gegeben, der dann gestorben ist. Ja, kann man mit dem reden eigentlich? Ach so. Ich könnte dir natürlich jetzt ein Stimpack geben, aber ich glaube, ich brauche den dringender. Irgendwann mal. Tja. So schlecht geht's ihm auch noch gar nicht, oder? Nee. Warum hielt er sich eigentlich hier auf? Haben unsere Kollegen doch auch gemacht, oder? Ja, stimmt natürlich. Vielleicht darf der nicht sterben. Naja, das finden wir mal raus. Erstmal Bananen. Komm, wir geben dem eine Banane. Aus nächster Nähe. Abstand halten ist so... Dann lass uns tauschen.
So. Ja, auch schon eine Karotte und schmutziges Wasser. Ja, siehst du, da passt es doch mit der Banane ganz gut. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nee, Hilfsmittel war schon richtig. Bei J. Ja, nee, es ist Y, aber ist trotzdem cool. Ein J wie Jucca. Ja, der kriegt gleich 15 Bananen. Ganze Staude kriegt er. Bitteschön. Fress Bananen. War das jetzt rassistisch? Ja. Bananen sind mein höchstes Gut, das meine ich nicht so. Da. Nein, du kriegst keine Medizin, nimm Bananen. Huch. Gesundheit. Na, sauber, Leute. Ja, Ogui. Oh, Ogui, du bist doch mein Bro. Medizin, die besser ist als ein paar klebrige Kräuter. Ja, sicher, ja. Oh, hab ich, für mich. Das ist das gleiche wieder. Na, no, die mag ich nicht. Ich geh mal bullern. Ach, komm schon, das ist doch nicht wahr. Ich dachte, er setzt sich drauf. Oh, naja, gut. Der Sau säuft immer aus Toiletten. Also spätestens jetzt brauche ich meine Medizin selber. Ja, da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht, wirklich. Das kann ja auch keiner ahnen. Doch, ich will das immer machen. Will ich das immer machen? Ich mag die Gegend hier, die hat irgendwie was Einladendes. Findest du? Ja, na du nicht, oder was? Ja. Ich meine, die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt zivilisiert oder so. Das sieht alles schon ein bisschen mitgenommen aus, aber sehr naturbelassen. Na, wenn man es mit den anderen DLCs vergleicht, ist es auf alle Fälle die schönste Gegend. Ja, das würde ich auch sagen. Merkwürdige Dinge über die zivilisierten Länder außerhalb Zions. Leben dort wirklich Leute in einer riesigen Donnerechse? Oh ja, wenn du noch was sagst, dann... Wir haben doch irgendwo sowas wie... Ja... Wie der Schatten eines Geistes. Halt doch mal still. Der erste Schuss war peinlich. Der zweite pretty okay. Da ist der Bus. Nee. Ich bin durch den Boden gefallen. Da war doch noch was. Nee. Natürlich. Zum Glück hast du gespeichert, als wir gesagt haben, wir wollen ihn umbringen. Nicht umbringen. Zion Natural. Warum? Sonst hätten die wieder unseren Kreide angegriffen. Das hätte er uns bestimmt angekreidet. Wo ist der Strich, Tölle? Ja, ja, ist ja schon gut. Ich mach einen Strich. Oh Mann. Ich mein's weiter. Wieso hat Kevin eigentlich noch keinen? Ich weiß nicht. Der macht da die Witze immer nur. Nee, der macht eigentlich gar keine Witze. Da ist eigentlich. Sehr, da müssen wir mal irgendwie überreden dazu. Du meinst, da unten war der Bus? Ja, würde ich sagen. Glaube ich aber nicht. Na, wo denn sonst? Woanders. Ich will da jetzt zu der Hütte hoch. Dann geh ich hoch. Geh jetzt auf der Hütte. Ich glaube, da waren wir schon. Das ist ein bekannter Ort. Das ist ja lame. Stimmt, hier waren wir schon. Dreh das gleich um, du. Hallo. Na, du? Na, der greift hier voll Kreidegorni an. Er ist selber nicht sicher, was er tun soll, hä? Naja, dann. Oder soll ich euch eine Minute alleine lassen? Das ist eigentlich ein schönes Bild, hau. Eigentlich schon, ja. Ach, herzallerliebst die beiden. So, links unten ist der Bus. Nee, jetzt rechts. Links unten ist der Bus. Unten, da. Ich kann also endlich all die verbotenen Plätze erforschen, ohne dass die anderen Späher mich sofort anschreien? Ich habe keinen Schimmer, was verbotene Plätze sind. So, erstmal hier wieder Bananen mitnehmen. Erstmal lieber selber, sonst haben wir wieder als. So, was suchen wir hier? Ja. Ein riesiger, na, so riesig ist der gar nicht. Jetzt, ach so, dein Hintergrund hat sich geändert. Oh ja. So ein Pack von Microsoft geladen. Ich dachte mal, das Winterbild passt nicht mehr so richtig.
So, was haben wir denn hier? Eine riesige Donnerechse, die nehmen wir mit. Was ist jetzt das? Kompass-Sensor-Modul, das kann er bestimmt gebrauchen. Die Cherry-Bombs gibt es in New Vegas relativ selten, oder? Mhm. Auf der anderen Seite brauchen wir die auch nicht wirklich. Oh, nehmen wir mit. Trinken, naja, geht eigentlich gerade. Haben wir das jetzt ja abgehakt, oder? Nee. Weil es kam irgendwie keine Aktualisierung der Quest. Ja, ne, witzigerweise nicht. Ich muss mir noch irgendwie, na, doch. Muss man noch irgendwie, irgendwo, irgendwann. Was müssen wir hier finden? Den Kompass? Oder? Schauen wir mal. Weil wir haben jetzt ein Kompass-Sensor-Modul. Ja, soweit so klar. Und vielleicht brauchen wir noch was zu dem Sensor-Modul dazu. Durchsuchen Sie die Überreste des zerstörten Scout-Bus nach einem Kompass. Der Kompass ist doch normalerweise... Sie sind verkrüppelt. Ja, na, dein Arm ist kaputt. Und? Hä? Wo? Zombie of the Rainbow. Na, egal. Können wir auch so ein Rabaut zu machen hier? Würde mich interessieren, ob die vor uns schießen, einfach nicht treffen. Ja, ich glaube, da ist einfach wieder so ein Yaogui. Oder die haben unseren Buddy da oben erledigt. Ist natürlich auch möglich. Nee, ich will kein Leichenwasser trinken. Ich will aber auch die Lunchboxes nicht mitnehmen. Ofenbus irgendwie? Ne, da kommst du nicht hoch. Ne, wir haben ja schon das Sensor-Modul. Vielleicht backt einfach bloß das Spiel. Das wäre natürlich höchst bedauerlich. Warte mal, dort an der, ne, am Fels, dort leuchtet doch was, siehst du das? Wird kein Kompass sein? Ne, ist gar nichts. Ist einfach nur irgendein random Grafik-Bug. Ja. Gucken wir auf die lokale Karte, vielleicht verrät die dir noch was, da kommt erstmal ein Feind. Oh, gut, ja. Genau. Ich glaub, ne, ich glaub, da, hier, der Mütze. Hier, ne, doch. Dachte, der kämpft mit denen, aber anscheinend nicht. Ist mir jetzt egal, ich gucke jetzt mal auf die lokale Karte, ein heißer Tipp. So, weiter ran kommen wir nicht. Fast direkt drauf. Also latent rechts von mir. Das ist eigentlich genau die Position, wo das Sensormodul lag. So, da so, ne? So, hier so. Warum trägst du überhaupt all diese Kronkorken mit dir herum? Auch weil ich drauf stehe. Vielleicht außen am Bus noch? So hier unten oder? Wie der Schatten like this? Eines Geistes. Oh, geht der mir auf den Sack. Was? Ach! Kompass! Reparieren wir mal, ne? Check! Schon fünfmal drüber gelaufen, unsere Zuschauer werden sich bestimmt schon wieder an den Kopf gegriffen haben. Gut. Lieber Matze. Oh, schon wieder vorbei. Oh, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dich. Also, und hier und überhaupt und sowieso. Ja. Na? Na, dafür müssen wir auch eine Aufnahmepause machen. Also wir brauchen jetzt erstmal eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Oh, Na gut. Anstrengend. Wir haben Energy-Drinks, da hat sie keine Sorge. Okay, bevor das Ganze hier zu sehr ins Awkwardness-Zeugs abdriftet, machen wir lieber Schluss für die Folge. Sehen euch hoffentlich trotzdem beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.